Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Mit Rindern wie in einem Westernfilm, die man im weit entfernten Texas oder Montana vermutet. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man dann aber doch fränkische Wurzeln. Bleibt die Frage, was machen texanische Longhornrinder im beschaulich fränkischen Alten Kreußen? Insgesamt bewirtschaften die Leichtensterns über 65 Hektar Land. Genug Platz für die Rinderherden. In erster Linie dient dies der Zucht und der Erweiterung des Bestandes. Die ersten 5 Rinder haben wir eigentlich mal so aus Blödsinn angeschafft, weil wir Spaß dran hatten. Inzwischen sind wir auf über 100. Ich denke, das ist jetzt eine ganz schöne Arbeitsgröße und du musst dich ja auch an den Flächen orientieren und an der Arbeitskraft, die du einsetzen kannst. Und das ist jetzt einmal eine ganz gute Größe mit 100, wo ich sage, da sind wir jetzt erstmal ganz zufrieden, aber man weiß ja nie so genau. Die bis zu 900 Kilo schweren Rinder ernähren sich ausschließlich von dem, was eine biologisch reine Naturwiese hergibt, ohne Zusätze von Kraftfutter. Unsere Texas Longhorn Ranch ist eigentlich wirklich ein Mutterkuhbetrieb, bloß mit etwas ungewöhnlichen Rindern, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir erzeugen Zuchttiere, die nach ganz Europa gehen, aber auch natürlich Fleisch. Wir haben Brände, wir machen jetzt unseren ersten Whisky. Es ist so eine Lebensidee eigentlich auch, die so ein bisschen in diese amerikanische Romantik natürlich auch mit hineingeht. Aber eigentlich sind wir ganz normaler ökologischer Mutterkuhbetrieb. Die ursprünglich aus Kanada importierten Rinder leben das ganze Jahr über draußen. Und sie fallen auf, weil so manches Tier über eine Hörnerspannweite von bis zu 180 cm verfügt. Nach amerikanischem Vorbild haben sich die Leichtensterns ein beeindruckendes Refugium geschaffen mit einer kleinen Note Franken. Folgt man hier seiner Nase und betritt die kleine Destille, dann umweht einen sofort der Geruch von Gerste und Whisky. Mit edlen Obstbränden hat man auf der Ranch schon eine langjährige Erfahrung. Dass Alexander Leichtenstern jetzt auch auf Whisky setzt, war nur die logische Fortführung des American Way of Life. Beste Gerste, feinster Roggen, guter Mais und ganz viel Geduld sind die Zutaten für hochwertigen Whisky made in Oberfranken. So entstehen pro Jahr bis zu 1000 Liter Single Malt, Rye oder Grain und bis zu 300 Liter Obstbrände. Im Sandsteinkeller reiht sich Fass an Fass. Viele davon stammen aus Texas, von den Garrison Brothers und geben dem jungen Whisky ein ganz besonderes Aroma. Denn darin lagerte einst bester Bourbon. Regelmäßig überprüft Alexander Leichtenstern die Qualität seiner Produkte auf Aussehen, Geruch und Geschmack. Wir in Deutschland brauchen diese Fässer, um unseren Whisky dort drin zu lagern. Denn diese amerikanische Weißeiche gibt natürlich wieder einen ganz anderen Geschmack dem Whisky ab. Und da kriegen wir ein bisschen die Süße rein in unseren Whisky. Und es ist wieder so ein Punkt, wo das eine und das andere sich ergibt und dann der Whisky halt natürlich toll wird. So manches Fass tritt nach einigen Wochen nochmal eine Reise an. Vom kühlen Lagerkeller geht es in die benachbarte Scheune. Der Weg ist eng und mühsam, denn die Fässer haben gut 80 Kilo Gewicht. Über unzählige Stufen geht es direkt unter das Dach des Stadels und hier unter das duftende Heu. Gut 36 Monate lagert der Whisky hier. Die Umgebung macht viel aus. Wir wissen es von den Schotten. Wenn der Whisky quasi am Meer gelagert wird, nimmt er einen anderen Geschmack auf und andere Aromen auf, als wenn er quasi irgendwo in den Bergen gelagert wird. So kam die Idee quasi, die Whiskyfässer im Heuboden zu lagern und mit Heu zu umgeben. Und ich bin überzeugt, es wird ein phänomenaler Whisky.
neuestes Produkt aus dem Hause Leichtenstern? Moonshine Whisky. Passend zum US-Vorbild im Einmachglas. Originell verpackt mit praktischem Ausgießer und zusätzlichen Features wie Shakerkappen oder zur Umrüstung als Laterne für Terrasse oder Garten. Wir sind ja sehr verbunden mit diesem American Way of Life, Amerika und deren Einstellung zum Leben. Und dieser Whisky ist halt ganz was Besonderes und gehört im Prinzip einfach dazu. Wir haben die Longhorns, wir haben Pferde, wir haben Whisky und wir produzieren natürlich auch das Fleisch dazu, die Burger. Es passt einfach rundum zusammen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir produzieren mal so ein Moonshine Whisky für die richtigen Outlaws. Neben den beeindruckenden Longhorns züchten die beiden Biolandwirte auch Herefordrinder. Eine besonders ergiebige Fleischrindrasse. Und mittlerweile hat es sich im gesamten Bundesgebiet herumgesprochen, dass aus Altenkreußen qualitativ hochwertigstes Fleisch kommt. Einmal im Monat kommt dann eines dieser Rinder zur Schlachtung in die hauseigene Metzgerei. Damit Tier und die Fleischqualität nicht leiden, nimmt man sich auf der Longhorn Ranch viel Zeit. Sowohl für die Verladung als auch den Transport vom Hof. Die Rinder sind es gewöhnt, in den Hänger zu steigen, da sie damit regelmäßig auf den Weiden umgesetzt werden. Die Philosophie von Anne und Alexander Leichtenstern geht auf, denn die stressfreie Anlieferung beim Schlachter garantiert einfach ein besseres, stressfreies Fleisch. Gut abgehangen und nach gesetzlichen Vorgaben temperiert, kommen die großen Fleischstücke in die Zerlegung. Es sind geschickte und vor allen Dingen flinke Hände, die die Keulen zerteilen und die Knochen auslösen. Zum Kundenkreis gehören mittlerweile Gastronomen und Hoteliers aus dem gesamten Bundesgebiet, die von der fachgerechten Verarbeitung profitieren. Und die Leichtensterns legen Wert darauf, dass generell das gesamte Tier verarbeitet wird. Heute sind es Burger, die das Metzger-Team produziert. Nach Zugabe der eigens für die Longhorn Ranch entwickelten Würzmischung ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern erfolgt das Wolfen. Heraus kommt feinstes Rinderhack, gut durchsetzt mit Fettstücken, für einen ausgewogenen Geschmack. Immer noch gut gekühlt, gelangt das Fleisch in die original US-amerikanische Burgermaschine. Heraus kommen Patties mit 125 oder 180 Gramm Gewicht. Zur leichteren Verarbeitung mit Wachspapier getrennt. Nur kurz ist der Weg in die Kühlung auf minus 25 Grad, bevor die Patties gut abgepackt direkt zum Kunden geliefert werden. Das Besondere, glaube ich, spiegelt sich im Charakter unserer Produkte wider, denn wir wollen einfach Regionalität, wir wollen Qualität, wir wollen keine Massenware, wir wollen Produkte auf höchstem Niveau und das ist unser Ziel und das schmeckt man auch in jedem unserer Produkte. Neben der Sterneküche sind es die neuen, kreativen Burgerläden, die Anna und Alexander Leichtenstern beliefern. Am besten entfalten die Texas Longhorn Burger ihr unverkennbar würziges Aroma über dem offenen Holzkohlenfeuer. Ob durchgebraten oder medium rare, diese Burger sind ein Genuss. In Kombination mit besten Zutaten wie Salat, Tomate, Gurke, Zwiebel und der hauseigenen Burgersoße eingelegt in selbstgemachten Buns. Beste Qualität, regional, außergewöhnlich bio-zertifiziert. Von der Texas Longhorn Ranch.